Guten Morgen. Gestern hat mir eine junge Frau geschrieben, ich nenne sie jetzt einfach mal Anja, dass sie in einer insgesamten Traurigkeit lebt. Dass sie immer nur Männer kennengelernt hat, die bereits in einer Beziehung leben, die nie zu ihr gestanden haben. Und insgesamt ist in ihrem Leben noch nicht viel Glück vorbeigekommen. Auf der einen Seite war sie dankbar, dass ich das Angebot gemacht habe, dass sie mir schreiben kann. Auf der anderen Seite schreibt sie aber auch ganz ehrlich, dass sie sich ärgert, dass jemand, der in einer Beziehung lebt wie ich, der zwei Kinder hat und offensichtlich glücklich erscheint, dass der sagen kann, man muss das Glück einfach nur beim Schopfe packen und sie müsse das Glück erkennen und sie ist deshalb nicht glücklich, weil sie nicht gewohnt ist, Glück annehmen zu können. Wie kann ich das sagen, als jemand, der noch gar nicht weiß, wie schlecht es ihr geht? Das klingt ja fast wie ein Vorwurf, sie hätte das Glück doch selbst in der Hand. Ich kann das gut verstehen. Da quält man sich durch sein Leben und dann kommt so ein Psycho-Hansel aus dem Radio und sagt mir, pack das Glück beim Schopfe und dann klappt das schon irgendwie. Und in der Tat, ich bin im Vorteil. Nicht wegen der Beziehung, nicht wegen der Kinder. Das ist toll. Aber wie viele Menschen gibt es, die in einer Beziehung leben und Kinder haben und die sehr unglücklich sind? Ich bin im Vorteil, weil ich fest daran glaube, dass ich gewollt bin. So wie ich bin. Mit meinen Stärken und vor allem auch mit meinen Schwächen. Woher kommt dieses Gefühl bei mir? Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir aber sicher, das kommt nicht einfach so vom Himmel. Sondern ich hatte das Glück, dass ich in meinem Leben immer wieder Menschen um mich hatte. Angefangen meine Eltern, die mir deutlich gemacht haben, Thorsten, du bist gewollt. Wir lieben dich, auch wenn du Mist baust. Dieses Glück, und das weiß ich, dieses Glück haben nicht alle Menschen auf der Welt. Vielen Menschen wird genau das Gegenteil deutlich gemacht. Du bist nichts wert, du bist überflüssig, du bist nicht gewollt. Und das macht mich nicht nur traurig, das macht mich auch wütend. Und deswegen sehe ich es als meine Aufgabe an, Ihnen deutlich zu machen, dass Sie natürlich gewollt sind. Und Sie spüren es auch tief in Ihrem Innern, dass das richtig ist, was ich hier sage. Nun kann ich natürlich nicht rumgehen und jedem Einzelnen das deutlich machen. Deswegen bin ich froh und dankbar, dass es noch andere Menschen gibt, die aus dieser Dankbarkeit heraus handeln und ihnen deutlich machen möchten, dass sie tatsächlich im Leben, so wie sie sind, mit ihren Stärken und Schwächen gewollt sind. Und dann ist auch die Aufforderung, erkennen Sie das Glück, kein Vorwurf, sondern Ihre Chance. Sie sind nicht abhängig davon, von den Menschen, die Ihnen sagen, du bist nichts wert, die nicht zu Ihnen stehen, sondern gehen Sie zu diesen Menschen, die Ihnen genau das Gegenteil deutlich machen, die Sie annehmen, so wie Sie sind. Und es gibt Sie tatsächlich und es ist Ihre Chance, das haben Sie tatsächlich in der Hand, diese Menschen aufzusuchen, sich mit diesen Menschen zu umgeben und diesen Menschen tatsächlich Glauben zu schenken. Und es gibt Sie. Das sagt der Psycho-Hansel aus dem Radio.